Und dann, nach dem Mittagessen, hat meine Mutter uns beide, meinen nächstjüngeren Bruder und mich, zu sich geholt und hat uns gesagt, also das Attentat auf den Führer, das war der Papi. Stichwort Zeitreise. Fangen wir vielleicht mal an mit dem 15., 16., 17. Juli, so ein paar Tage vor dem 20. Juli 1944. Wo waren Sie da und woran können Sie sich erinnern? Also ich kann Ihnen die Tage jetzt nicht mehr so genau sagen, aber Anfang Juli war die Schule in Bamberg zu Ende und ich habe da die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium abgelegt und auch bestanden. Und danach sind wir, übrigens habe ich dieses Gymnasium nie mehr wiedergesehen, ja. Und danach sind wir zu meiner anderen Großmutter väterlicherseits auf die Schwäbische Alb gereist. Und da war eben dann einige Tage später, ich kann es Ihnen nicht genau sagen, wie viele, plötzlich die Nachricht im Radio, dem einzigen, was damals in dem großen Anwesen war, dass ein Attentat auf den Führer verübt worden sei. Und jetzt wollte ich von den Erwachsenen wissen, was denn da los war. Aber zum Teil wussten sie nicht, zum Teil wollten sie es mir wohl nicht sagen. Mein nächst jüngerer Bruder und ich wurden dann auf einen langen Spaziergang mit dem Bruder meiner Großmutter geschickt. Und der übrigens auch Mitglied der Verschwörung war und später hingerichtet wurde, Graf Yxkel. Ja, und dann nach dem Mittagessen hat meine Mutter uns beide, meinen nächst jüngeren Bruder und mich, zu sich geholt und hat uns gesagt, also das Attentat auf den Führer, das war der Papi, was natürlich ein Riesenschock für uns war. Mein Bruder ist sofort in haltloses Weinen ausgebrochen und ich habe gefragt, ja, wie kann man jemanden den Führer umbringen wollen? Da hat meine Mutter gesagt, er wollte es für Deutschland tun. Also nachher später hat sie gemeint, sie hätte gesagt, mein Vater hätte sich geirrt, aber das stimmt nicht. Da sind mein Bruder und ich uns ganz einig. Ja, das konnte ich natürlich auch nicht auf die Reihe bringen. Und eigentlich habe ich das nicht verstanden in der ganzen Zeit, die danach kam. Nun, viel konnten wir meine Mutter nicht mehr fragen, denn in der Nacht wurde sie abgeholt. Und dann waren wir da allein. Ja, und das war natürlich dann eine schwierige Zeit. Und wenn das Dorf nicht so fabelhaft zu uns gehalten hätte, dann wäre es noch schwieriger gewesen. Ja, denn nun waren wir ja, unser Vater war ein Verräter und wir waren Verräterkinder. Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie sich gefühlt haben? Sie sagten, Ihr jüngerer Bruder sei in Tränen Ja. ausgebrochen. Wie war das für Sie? Ja, im Grunde natürlich genauso. Ja. Also natürlich war es schrecklich, den Vater zu verlieren, obwohl es ja durchaus nicht unnormal war in der Zeit. Ja. Habe Ihnen ja schon vorhin gesagt, also ein großer Teil meiner Klassenkameraden hatte ihren Vater schon verloren. Unter anderen Umständen natürlich als ich. Und ich konnte nicht glauben, dass er was Falsches getan hatte. Aber auf der anderen Seite konnte ich auch nicht verstehen, wie man den Führer umbringen wollte. Ja? Also das hat lange gedauert, bis sich das in mir gesetzt hat. Und hat uns ja auch keiner was gesagt. Es hat ja keiner mit uns darüber gesprochen. Also vorher auch nicht. Also sie wussten gar nicht, dass er. Nein, nein. Also richtigerweise haben meine Eltern nie mit uns darüber gesprochen, denn Kinder sind gefährlich, die verplappern sich. Ja?
das ist eben, was mich unterscheidet von den Älteren damals schon, ja, die auch in Diskussionen einbezogen werden konnten und wussten, auch wie ihre Eltern standen. Aber ich meine, hätte mein Vater seine wirkliche Meinung und das, was er getan hat, mit uns geteilt, ja, dann hätte er es gleich bleiben lassen können. Es war einfach zu gefährlich. Wie eng war denn Ihr Verhältnis früher zu Ihrem Vater? Ich meine, der war ja auch viel weg an der Front im Einsatz. War das meistens eng? Weg. Ja. Ab 1940 war er nur sehr gelegentlich da. Und länger haben wir ihn eigentlich nur gesehen, nachdem er schwer verwundet worden war. Da war er zur Rekonvaleszenz längere Zeit. Damals waren wir auch schon auf der Schwäbischen Alb, weil unser Wohnort Wuppertal so sehr bombengefährdet war. Also 43, von sagen wir mal Juli bis August, September, wahrscheinlich gar nicht so lange, wie ich heute meine, war er da. Ja. Natürlich nur noch mit einem Auge, mit einer Hand, mit Splittern im Knie. Kann man in so kurzer Zeit überhaupt eine tiefe emotionale Bindung zu einem Vater aufbauen? Oder ist das einfach jemand, der kommt und wieder geht? Nein. Also das ist nicht. Ich meine, die Frage kann ich natürlich eigentlich nicht beantworten. Für uns war es unser Vater und den haben wir geliebt. Und nun, wir wussten jetzt, nachdem der Krieg ausgebrochen war, dass er ins Feld ziehen musste. Aber das war ja bei den anderen Vätern genauso. Aber das hat nichts an seiner Stellung in der Familie geändert. Nur hatte meine Mutter dann die Last, die Familie am Laufen zu halten. Sie sagten, für Sie war es ein Schock, als Sie gehört haben, dass Ihr Vater dieses Attentat verübt hat. Wie war denn Ihre ganze Einstellung zu Hitler und zu dem Krieg zu der Zeit? Nun, die war so, wie wir damals alle waren. Wir waren aufgewachsen, dass der Führer eben der Führer ist und der, dass er die höchste Autorität ist. Wie ist der schöne Spruch in dem Lied? Führer befiehl, wir folgen dir. Das hat man einfach akzeptiert, ja. Und damals mit 10 musste man ja, das war ja Pflicht, in das deutsche Jungvolk, wie das hieß. Das war also waren die Kleinen bei der Hitlerjugend eintreten. Ich war 3 Tage zu jung. Ja, Stichtag war der 30. Juli, 3. Juni geboren. Und ich wollte mich freiwillig melden, was ging. Das war meine Mutter sabotiert. Sie hat gesagt, ja, du bist so schnell gewachsen und ob das gut für die Gesundheit gut ist und so. Also, wir lassen den Dr. Schuster, das war unser Arzt, entscheiden. Naja, der war natürlich geimpft und hat sich dagegen ausgesprochen. Aber die Masse meiner Klasse war natürlich im Jungvolk dann. Ich war immer einer der Jüngeren in der Klasse. Naja, das hab ich hingenommen natürlich. Es war immer so ein bisschen, weil meine Mutter durfte uns nicht zeigen, wie sich das so stand. Nur hat die also sich halt nie enthusiastisch für den Führer geäußert. Und mein Bruder hat sie erklärt, warum man musste alle Augenblicke flaggen, ja, die Flagge raushängen, warum unsere kleiner war als die von den Nachbarn. Ja, das kann man sich heute nicht vorstellen, solche Spielchen. Hat sich da das Bild von Ihrem Vater geändert und auch in der kurzen Zeit danach? Weil der war ja dafür verantwortlich, was Sie dann... Ja. Nee, überhaupt nicht. Ich meine, die wussten ja nicht, was tatsächlich passiert war. Ne? Also,
Und das stand ja auch nicht in den Zeitungen so. Ja, ich habe ja damals schon Zeitungen gelesen, jeden Tag. Ja, ab 9 habe ich jeden Tag Zeitung gelesen. Wobei natürlich die sich nicht so schrecklich unterschieden. Ja, das war ja zentral gesteuert, alles von Herrn Goebbels. Aber lokale Sachen kamen sich schon. Und da kam auch dann auch, natürlich, bevor wir da abgeholt wurden, im Lokalblatt, das war, hieß Der Wille, Organ der NSDAP für den Kreis Balingen. Und weiß nicht, ob, also meine Großmutter, die hat ursprünglich die Stuttgarter Neues Tagblatt. Das wurde dann eingestellt zugunsten des NS-Kuriers. Und da kam es auch jeden Tag. Ob das dann noch weiter lief, als sie dann verhaftet hat, das weiß ich nicht mehr. Aber jedenfalls, da stand ja, wurde ja schon berichtet über die ersten Prozesse vor dem Volksgerichtshof. Ja. Bei denen, also der Bruder meines Vaters ja auch mit als Angeklagter war. Das ist meinem Vater ja erspart geblieben. Und das habe ich alles mitgekriegt. Ne? Sie hatten bereits erwähnt, dass nach dem Attentat Ihre Mutter nachts aus dem Bett geholt wurde von den Nazis und dass Sie quasi am nächsten Morgen zusammen mit Ihren Geschwistern ohne Mutter wach geworden sind. Was passiert dann? Übernimmt dann der Älteste sozusagen die Verantwortung? Nein, wir hatten ja eine Kinderschwester. Ja. Sie hat das praktisch übernommen. Wir waren ja immer noch in Ferien, großen Sommerferien, und sind schließlich auch aus den Sommerferien noch in das Kinderheim gebracht worden. Also, aber hat man da nicht fürchterliche Angst? Also die Vorstellung aufzuwachen, die Mutter ist weg, abgeholt. Wussten Sie, was passiert war? Und hat man da nicht Angst als Kind? Naja, sicher. Also das ist, ja, dass sie verhaftet worden war, ja. Also nachdem sie uns das mitgeteilt hat, meinem Vater, irgendwie, ohne das auszusprechen, hat man da mit allem gerechnet. Also ich kann in der Rückschau, aber man weiß nicht so genau, erinnere ich mich natürlich auch nicht, nicht sagen, dass ich darüber besonders überrascht war. Irgendwie. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als dann auch Sie abgeholt wurden? Wie war das? Naja, wir saßen da natürlich so ein bisschen im Ungewissen ab da und haben, ohne es auszusprechen oder nicht gewusst, was passieren würde, aber dass irgendwas passieren würde. Dann die Nachricht, dass wir also dann wegkommen sollten, kam dann doch etwas überraschend. Mitte August. Ja, da musste also unsere Kinderschwester musste dann alles zusammenpacken, so was wir mit hatten, was ja eigentlich nur für die Ferien gedacht war, ja. Und unsere Kleiderbestände waren damals kriegsbedingt sowieso nicht so reichhaltig. Ja, und dann hieß es ja, am nächsten Tag würden wir also dann abgeholt und in ein Heim kommen. Und tatsächlich ist also mein nächstjüngerer Bruder und ich mit einem von diesen Gestapo-Beamten mit der Bahn nach Stuttgart gefahren, umsteigen in Tübingen, und die anderen mit dem Auto. Und dann kamen wir alle zusammen da, ich weiß nicht, ob Sie jetzt mal gehört haben, vor dem Hotel Silber. Das ist natürlich nur Stuttgarter oder Schwaben. Das war das ehemalige Hotel, es war schon lange keins mehr gewesen. Das war das Gestapo-Hauptquartier. Und da wurden wir alle gesammelt. Und dann wurden wir abends mit einer Begleitperson in den Zug gesetzt. Schnellzug von Konstanz nach Berlin. Über Schweinfurt, Erfurt. Erfurt umgestiegen.
nach Nordhausen und da sind wir abgeholt worden. Und bis dahin wussten wir ja nicht, wo wir hinkommen. Und da war es eben dieses Bad Sachsa, was in so einem Zipfel gerade noch in Thüringen war. Im Gau Thüringen, nicht im Land Thüringen. Wussten Sie, was die Nazis mit Ihnen vorhatten? Gab es da Nee. einen Plan? Ach, ich meine, das war natürlich eine große Ungewissheit. Was passiert mit uns eigentlich? Wir wussten ja nicht mal, was mit unseren Familien passiert war. Ne? Meine Mutter hat zwischen dem 23. Juli 44 und was weiß ich, dem 3. Juli 45 ja nicht mehr gesehen. Ne? Wenn man da abends im Bett liegt, alleine und an seine Mutter denkt, was kommen einem da für Gedanken? Tja, trübe. Das waren natürlich Gedanken, die man beim Einschlafen so also hatte, ne? Weil, ich kann nicht sagen, dass ich noch an den Endsieg geglaubt habe. Aber so sicher war ich mir auch nicht, ne? Wie der Krieg ausgehen würde. Also, bevor wir verhaftet wurden, da war ja also die Geschichte mit den Vergeltungswaffen, den V-Waffen, ja, wo also die Propaganda große Zuversicht zu vermitteln versucht hat. Aber als mein Vater das letzte Mal auf Besuch war, im Juni, Anfang Juni, 44. Da passierte die alliierte Landung in der Normandie. Ich erinnere mich, dass ich meinem Vater die Zeitung gezeigt habe und wollte von mir eigentlich wissen, was das so bedeutet. Da war da nichts, hat er an den Schultern gezuckt, glaube ich. So. Da wollte sie nicht dazu äußern. Und nun waren wir da im Kinderheim und eines Tages kriege ich irgendwie mit. War das im Oktober oder wann? Dass die Amerikaner in Aachen sind, auf deutschem Boden. Und das war ein Schock, ja. Und dass das also einer von den Eltern von uns sehr gut fand, das hat, ja, da war ich auch schockiert, ja. Aber war nicht die Idee dieses Kinderheims auch, dass sie quasi umerzogen werden? Das hieß doch immer zur Umerziehung. Vielleicht. Also man muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass die Nazis ordentlich und systematisch waren. Und dass alles von oben befohlen wurde. Da gab es so viele kleine Führer, die befohlen haben. Und das ging so oft konträr und unabgestimmt. Und wer da gerade einen Befehl gegeben hat, ohne sich genügend abgestimmt zu haben mit anderen, das war reiner Zufall. Und wahrscheinlich ist die Vorstellung, was sie mit uns machen, mehrfach geändert worden. Ja? Je nachdem, wer sich da gerade durchgesetzt hat. Himmler hat ja mal erklärt, dass die Familie Stauffenberg, die Grafen Stauffenberg, ja, haben unterschieden zwischen den Grafen und den Freiherren. Bis ins letzte Glied ausgelöscht wurde. Das hat er vor Gauleitern in Posen erklärt. Nur das haben sie nicht gemacht. Ne? Aber Sie haben einen neuen Namen bekommen. Ja. Wir haben dann, wo es uns eines Tages eröffnet, dass wir jetzt, also wir speziell, Meister hießen. Aber ich hatte nie Gelegenheit, jemand anders mich mit Meister vorzustellen. Wir waren unter uns, andere kamen nicht. Und wofür war das? Wofür haben Sie den neuen Namen bekommen? Darüber wird spekuliert. Also es gab eine Theorie, also meine Schwester Hofacker, Cousine Hofacker, hat gemeint, oder rausgekriegt zu haben,
dass das die Namen von Familien, SS-Familien oder was waren, zu denen wir dann nach dem Kriege hätten kommen sollen. Denn wir, rassisch waren wir ja einwandfrei, ja. Wann haben Sie Bad Sachsa dann verlassen, das Heim? Ja, tatsächlich verlassen am 12. Juni 1945. Also eine ganze Weile nach dem Krieg. Speziell, wo wir ja schon ab dem 12. April, glaube ich, von den Amerikanern besetzt waren. Da war für uns der Krieg zu Ende, obwohl der noch 3 Wochen ging. Erzählen Sie doch mal davon, wie das... Erzählen Sie doch mal von der Zeit quasi Ihres persönlichen Kriegsendes davor und danach. Wie lief das ab? Nun ja, also wir sollten ja was, am 4. April oder sowas, Ostermontag, sollten wir irgendwo hinkommen. Wohin, wurde nicht gesagt. Aber es ist wohl klar, dass es Buchenwald sein sollte. Das KZ Buchenwald. Wo die Erwachsenen meiner Familie oder unserer Familien, die da waren, aber nicht meine Mutter, waren für eine Zeit lang. Wobei es da also außerhalb des engeren Lagers so eine Art VIP-Bereich gab, ja, der auch bombardiert wurde von Amerikanern oder was. Das ist also die Prinzessin Mafalda von Hessen, Tochter des italienischen Königs, ums Leben gekommen beim so einem Bombenangriff. Und wir sollten also dann, wurden nach Nordhausen gebracht werden. Und wie wir nach Nordhausen reinkamen, ging ein fürchterlicher Bombenangriff los. Und wir standen unter einem nicht sehr beeindruckenden Baum. In so einem Werkstattwagen, ja, so einem Kastenwagen mit Fenstern. Ein paar Fenstern, muss man sagen. Naja, zuerst haben die gesagt, das ist schwere Flak, die da knallt. Aber das waren eben Bomben. Ja. Das, und wir lagen da drin am Boden, manchmal so ein bisschen rausgeschaut. Ja, und als es vorbei war, ob die wussten, dass ja kein Zug mehr am Bahnhof gehen würde oder das nur vermutet haben, jedenfalls wurde die Fahrt dann abgebrochen. Und wir sind wieder zurück nach Bad Sachsa, in das Heim. Noch nur im Umweg über Stolberg im Harz und so. Aber abends waren wir wieder in Bad Sachsa. Und da blieben wir dann. Dann ging das Leben da weiter. Wie erlebt man denn als 10-Jähriger so einen Bombenangriff auf einem Kastenwagen? Das würde mich mal interessieren. Also im Gegensatz zu vielen anderen damals war das der erste richtige Bombenangriff, den ich erlebt habe. Ne? Wären wir in Wuppertal geblieben, dann wäre das natürlich alle naslang passiert. Und ganz in der Nähe von uns ist auch ein, da war noch ein Bauernhof, ja, so halb in der Stadt. Der hat einen Volltreffer. Das kannten wir eigentlich nicht. Naja, also natürlich haben wir Angst gehabt, ne? Und gehofft, dass es vorbeigeht. Was Bombenangriffe sind ja immer vorbeigegangen irgendwie, ne? Frage war, wie sah es danach aus? Sie haben die Explosion gehört. Ja, und auch die Einschläge zum Teil gesehen, ja, aber nicht sehr viele. Es war dann so ganz nah dann doch nicht. Ich meine, wenn sie gewollt hätten, die hatten ja Begleitschutz, dann hätten sie natürlich mit den Jägern den Lastwagen angreifen können. Das ist ja alle naslang passiert, Tiefliegerangriffe. Das haben wir nachher ja auch noch erlebt. Ja. Da schossen sie also unterhalb, da war so ein Erdbeerfeld von dem Gebäude, wo wir drin waren. Und da schossen sie rein. Sagen wir die Garben, das waren ja Maschinengewehre oder Kanonen. Ja, und dann kamen die Amerikaner. Wie waren die Amerikaner zu Ihnen Kindern?
Die Amerikaner gar nicht. War nicht freundlich, war nicht unfreundlich. Aber sie erschienen uns da nicht, außer natürlich, eine Waffe ist immer bedrohlich, aber sonst erschienen sie uns nicht weiter bedrohlich. Haben Sie in der ganzen Zeit auch über das Schicksal Ihrer Familie nachgedacht? Also, ja, natürlich, ja. Schon. Was hat Ihnen Ihre Mutter erzählt von dem, was also, passiert ist? Wir hatten ja einmal Besuch von der Tante Melita. Das war die Frau vom mittleren Bruder meines Vaters. Und die war Fliegerin und Ingenieurin. Sie hat Sachen entwickelt und selber ausprobiert. Ja, Mischuka. Ja, ich glaube, niemand hat so viele Sturzflüge absolviert wie sie. Kein Mann. Und die hatten sie auch kurz verhaftet, aber dann brauchten sie und dann wurde sie also rausgelassen. Aber sie hat sich zur Weiterarbeit nur erklärt unter der Bedingung, dass sie ihren Mann besuchen darf in der Haft. Und irgendwie hat sie es geschafft, also auch uns zu besuchen, eben da an Weihnachten in Bad Sachsa. Und die hat gesagt, also meiner Mutter ging es gut. Das war ja noch vor der Geburt meiner Schwester. Und hat meiner Mutter auch erzählt dann. Aber Näheres wussten wir auch nicht. Also Sie wussten auch nicht, was Ihre Mutter da durchmacht. Bitte? Wussten Sie auch nicht, was Ihre Mutter durchmacht quasi oder was Sie da... Nein, ich meine, sie hatte uns ja gesagt, dass sie ein Kind erwartet. Und darüber hat man sich ja auch Gedanken gemacht. Ne? Haben Sie später mit Ihrer Mutter nochmal darüber gesprochen, was sie erlebt hat im Konzentrationslager? Haben Sie später noch mal mit Ihrer Mutter darüber gesprochen, was sie erlebt hat im Konzentrationslager? Ja, ja. Sie hat das auch niedergeschrieben. Also sie war, also echt im Konzentrationslager war sie überhaupt nicht. Sie war zunächst im sogenannten Alex, Polizeipräsidium Alexanderplatz, was sie also ziemlich schrecklich fand. Und dann kam sie eben nach Ravensbrück. Und das war an für sich ein Frauen-KZ. Aber an beim Kommandanturgebäude, außerhalb des eigentlichen Lagers, gab es da einen Zellenblock für Untersuchungshäftlinge. Und da war sie untergebracht. Da waren auch nicht nur Frauen, auch Männer. Ja. Und dann haben sie natürlich versucht, rauszukriegen, was sie weiß. Ob sie was wusste, haben sie nicht rausgekriegt. Aber sie wurde, ich glaube auch angesichts ihrer Schwangerschaft, wurde sie relativ, also korrekt und zurückhaltend behandelt. Und ja, da ist das, die Geburt näher kam, war sie jetzt, am Anfang, ich dachte, das sei nur ein paar Tage gewesen. Da kam sie in ein Heim, das war eigentlich ein Schloss. Fällt mir jetzt der Name nicht ein, 60 Kilometer etwa östlich von Frankfurt an der Oder. Und da hätte sie das Baby kriegen sollen. Aber das wurde kurzfristig, also ein paar Tage vorher, geräumt für Flüchtlinge. Und dann kam sie nach Frankfurt an der Oder. Und schließlich in eine Privatklinik. Und da wurde das geboren. Und wann haben Sie Ihre Mutter wiedergesehen? Anfang Juli 1945. Also als wir dann von Bad Sachsa wegkamen. Ich meine, man kann sich das heute auch nicht vorstellen, aber die Verbindungen in Deutschland waren ja weitgehend zusammengebrochen. Ja, Post, Telefon und so weiter. Auch Straßen vielorts nicht passierbar, weil die Brücken gesprengt waren.
Und das musste uns erstmal jemand finden. Können Sie sich noch an den Moment erinnern, wo Sie Ihre Mutter endlich wiedergesehen haben? Können Sie sich noch an den Moment des Wiedersehens erinnern mit Ihrer Mutter? Ja, nun, also dann wurde ein Automobil gemacht, das war alles nicht so einfach. Jemand finden, der ein Auto hatte, der dafür die Erlaubnis hatte von den Franzosen, Passierschein für die Amerikaner und genügend Benzin. Und dann durfte ich mitfahren, haben wir sie abgeholt, in der Nähe von Hof. Da habe ich das erste Mal wieder gesehen, das Baby natürlich das zum ersten Mal überhaupt gesehen. War nicht sehr gesund, das Baby damals. Und dann haben wir uns wieder auf den Weg da auf die Schwäbische Alb gemacht. Es ist, finde ich, total schwer, von außen betrachtet, so eine Zeit, so ein Jahr zu resümieren, zu bilanzieren. Aber wenn Sie versuchen, das zusammenzufassen, wie hat Sie diese Zeit geprägt, dieses eine Jahr? Naja, es hat sicher, war für meine Entwicklung sicher auch wichtig, ja. Das jetzt zu trennen von der Zeit vorher, Krieg und so weiter, Schule im Krieg. Und ich meine, dann waren wir wieder alle zusammen, aber das Leben war ja auch dann nicht einfach, ne? Und wenn Sie Ihren Vater heute betrachten, sehen Sie ihn als Vorbild? Ja. Und man fragt sich natürlich, was hätte aus ihm werden können, ja? 36 ist ja kein Alter, ne? Versuche ihn mal mir auch vorzustellen in dem Alter, in dem ich jetzt bin, oder ein bisschen weniger. Das ist natürlich Was würden Sie Ihren Vater gerne fragen, wenn Sie ihn etwas fragen könnten? Ach Gott. Auf diese Frage hätten Sie mich vorher vorbereiten dürfen. Also eine Frage natürlich, die habe ich schon beinahe beantwortet, ist, warum hat er die zweite Sprengladung aus der Tasche genommen? Meine Antwort ist, er wusste nicht, dass sie mit hochgehen würde, ohne Zünder. Warum wusste das nicht? Weil er nicht gut genug ausgebildet war. Ein Kavallerist hat damals keine Pionierausbildung gekriegt. Und das ist bei der Bundeswehr anders gewesen, ja. Ich hatte einen Sprengberechtigungsschein. Zum Beispiel. Und er hatte eben, wissen Sie wahrscheinlich, er hatte nicht die Zeit, die zweite Sprengladung scharf zu machen. Und dann haben sie, hat er, weiß nicht, einer, der Haften wahrscheinlich, sie eingesteckt haben und dann haben sie es auf dem Wege nach draußen, nach der Sprengung, weggeschmissen. Und die Gestapo hat sie dann, oder die SS hat sie dann gefunden auch, ne? Aber die hätte vielleicht genau den Unterschied gemacht. Hätte vielleicht einiges verändert. Bitte? Das hätte vielleicht einiges verändert.
Stellen Sie sich das manchmal vor, wenn er Erfolg gehabt hat? Also ob Hitler das überlebt hätte, wenn er die zweite Sprengladung mit hochgegangen wäre, in einem. Ne? Das halte ich doch für fraglich. Aber wissen tut es keiner. Was empfinden Sie, wenn Sie an Ihren Vater denken, heute? Naja, zunächst mal natürlich großes Bedauern, dass wir ihn nicht länger gehabt haben. Wie ich schon gesagt, ohne Vater aufzuwachsen, war in meiner Generation, ich will sagen nicht normal, aber doch sehr oft. Aber natürlich hat uns was gefehlt. Und natürlich habe ich auch gefragt, wie er wohl mit der ganzen Entwicklung, vor allen Dingen der politischen Entwicklung nach dem Kriege umgegangen wäre oder auch zurechtgekommen wäre. Ne? Verfolgen Sie eigentlich, wie sich die AfD über Ihren Vater äußert? Ja, die AfD tut so, wie wenn er für sie ein Vorbild wäre. Nun sind die auch gespalten in sich, ne? Und haben auch immer wieder mal versucht, mich damit einzuspannen. Also in letzter Zeit nicht mehr, aber so, das geht ja schon länger. Es gibt so eine gewisse Tendenz, hängt auch zusammen, na, wie heißt die Zeitschrift? Junge Freiheit? Junge Freiheit, genau. Aber wir in unserer Familie, wir wollen nicht, dass also Lügen verbreitet werden, natürlich. Ja. Aber wir lassen uns nicht einspannen für politische Zwecke, diese oder jene. Auch wenn es um Ehrungen geht. Also mein Standpunkt war immer, meine brüderliche Schwester genauso, öffentliche Ehrungen meines Vaters sind Sache der Öffentlichkeit, nicht unsere. Wir stellen uns nicht dagegen, wir unterstützen, worum gebeten werden, aber aktiv machen wir das nicht. Wie beurteilen Sie denn die heutige Zeit? Viele sagen ja, dass unsere Gesellschaft sich gerade wieder in eine gefährliche Richtung bewegt. Also ich glaube, dass das etwas übertrieben ist. Aber eine gewisse Gefahr, dass Lehren vergessen werden, besteht natürlich. Die Leute, die sich nicht mehr erinnern können, weil sie nicht erlebt haben, ja, dass sie meinen, Dinge wieder neu zu entdecken, aufzuwärmen, die besteht schon. Ne? Ich persönlich glaube, es geht uns einfach zu gut. Wir können uns jetzt solche Faxen leisten. Glauben Leute. Also so sagen sie natürlich nicht. Ist auch nicht bewusst. Aber wer weiß noch, wie es ist, wenn es einem wirklich schlecht geht? Ich meine, außer den, sagen wir mal, sozial benachteiligt ist, aber wenn es allen schlecht geht. Ja? Sie können es auch nicht mehr vorstellen. Sie können sich nicht mehr vorstellen, dass sie nicht keinen Urlaub mehr haben, zu dem sie auch noch ins Ausland fahren können, dass sie dort alles kaufen können, was sie wollen. Ja? Richtig Not ist nicht mehr vorstellbar, wo dann alle zusammenhelfen müssen. Würden Sie denn der Jugend von heute da gerne mal was mit auf den Weg geben, quasi? Aus Ihrer ganzen Erinnerung? Na, ich meine, solche Sachen zu simulieren, ist natürlich sehr schwierig. Ja? Ich meine, ich sage auch immer, Unfreiheit ist wie Hunger. Ja? Aber man kann es nicht simulieren. Wenn ich heute jemand Essen wegnehme für eine Weile, sage, jetzt übst du mal Hunger. Der weiß ja genau, es geht vorbei und dann kriege ich wieder.
Das Entscheidende ist, dass man nicht weiß, nicht den Ausweg weiß, das Ende davon. Was ist denn im Rückblick für Sie, wenn Sie da auf die ganze Zeit schauen, das Schlimmste, an das Sie sich erinnern, für Sie persönlich? Das Schlimmste an der ganzen Zeit, ja, war sicher die Ungewissheit über unser Schicksal und das unserer Familie. Denn da konnte einem auch keiner helfen, die wusste es ja auch nicht. Aber wie gesagt, Kriegsende, das war für uns ein Tag zum Abhaken. Ja? Der Krieg war für uns schon lange vorbei, als das passierte. Also haben Sie das auch gar nicht mehr so bewusst wahrgenommen? Irgendwo habe ich, da gab es ja auch Zeitungen dann wieder, ne, gelesen, also nun ist Waffenstillstand und so, ne, Reims. Und Pankow. Aber eine praktische Bedeutung hat das für uns nicht. Herr General, vielen Dank. Wie? Wir sind fertig. Also. Vielen Dank dafür. Also, lass mich mal. Sehr spannend. Ja, oh Gott, ich weiß es nicht. Wenn Sie es auch nicht, nicht denken, ich finde es sehr spannend. Sollten Sie hier auf die kommen, zu glauben, ich sei jetzt wahnsinnig gespannt darauf, was jetzt da bei Ihnen rauskommt, da muss ich enttäuschen. Das ist völlig, ich will nicht unhöflich werden. Ja, alles gut. Das ist völlig in Ordnung. Wunderbar. Sehr schön. Dann machen wir mal die Mikros aus. Genau.